Galapagos Island. In den nächsten 100 Tagen werde ich hier eine Basis errichten, die Insel erkunden und ein PAL-Team formen, mit dem ich alle Bosse besiegen will. Was auf der Reise alles passiert ist, seht ihr in 100 Tagen PAL-World. Unser Abenteuer beginnt am Windstückhügel im Südosten der Karte. Nachdem ich mir einen ungefähren Überblick über die Lage verschafft hatte, nahm ich den ersten Schnellreisepunkt ein und erkundete die nähere Umgebung. Also auf den ersten Blick ein echt schönes Fleckchen. Vielleicht können wir hier gleich unser Lager aufschlagen. Ich wanderte eine Ebene nach unten und auch von hier sah es alles ziemlich cool aus. Holz, Wasser, Steine, Erz. Auf den ersten Blick war alles vorhanden. Nachdem ich mich etwas mit der Steuerung vertraut gemacht hatte, baute ich die erste Werkbank. Ich sammelte Holz und Steine und konnte mir schon bald Picke und Axt herstellen. Ressourcen sammeln müsste jetzt auf jeden Fall schon mal schneller gehen. Hier läuft auch die ganze Zeit so eine Katze um mich rum. Ich glaube, wir schauen uns gleich mal ein paar Pals an. Das Einzige, was ich bisher an Waffen machen konnte, war eine Holzkeule. Ich stellte auch die her und fand raus, dass ich im Technologiebaum einige weitere Dinge freischalten konnte. Darunter auch die Pals-Sphären, die wir dringend brauchen, um Pals zu fangen. Ich baute außerdem eine Pal-Box, mit der wir nicht nur unsere Pals managen können, sondern die auch gleichzeitig als zentrales Bauelement für den Umkreis unserer Basis dient. Pal-Box ist fertig, jetzt habe ich aber echt Lust, mir mal ein paar Pals anzuschauen. Dafür brauchen wir, glaube ich, dieses Palladium. Wir holen uns da mal ein bisschen was und dann geht's los. Ich baute einige Palladium-Vorkommen ab und konnte mir die ersten 7 Sphären herstellen. Mit meinen Pals-Sphären machte ich mich anschließend auf den Weg zu den Pals. Ich hatte noch keine Ahnung, welche wofür gut sind, was die alles können und so weiter. Das Marmorist in der Ferne war vielleicht noch ein bisschen groß für den Anfang, aber ich wollte es mal mit einer der Katzen versuchen. Da kommt eine. Level 2, die muss gehen. Tut fast ein bisschen weh, auf die einzuprügeln. Oh shit. Habe ich die Pals-Sphären vergessen? Oh oh. Ja, die sind noch da drin. Sie verdrischt mich. Sie verdrischt meine Basis? Naja. Nach ein paar anfänglichen Schwierigkeiten hatte ich also ziemlich schnell mein erstes Pal gefangen. Es sollte sich aber rausstellen, dass nicht nur ich anfangs Schwierigkeiten hatte, sondern auch Kativa. Kativa? Kativa? Ich habe keine Ahnung. Habe ich eine leicht bescheuerte Katze gefangen? Und während ich noch grübelte, was mit ihr los war, fand ich so raus, dass die Pals grundsätzlich eher aggressiv sind und man ihnen das unterbieten muss. Alter, was macht sie denn? Katze! Nachdem die eine Katze meine Katze niedergeprügelt hatte, fing ich mir eine neue und ich fing an, das Spiel etwas anders zu sehen. Also ich weiß nicht, ob es an der Katze lag, aber gefühlt war die ein bisschen arg aggressiv. Ich glaube, was ist das denn? Ich glaube, ich muss da ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, das kann ich irgendwo einstellen. Nachdem ich die passende Einstellung gefunden hatte, durfte meine Katze auch wieder raus. Und ich lernte, dass die auch für mich Aufgaben übernehmen kann. Jede Palat hat dabei sozusagen eigene Skills. Kativa konnte zum Beispiel Bergbau, was für mich ziemlich praktisch war. Während meine Katze also Steine gesammelt hat, konnte ich mich um die Basis kümmern. Um die abgebauten Ressourcen zu verstauen, baute ich zunächst eine Box. Und auch dabei half sie mir. Und ich spürte direkt, wie unsere Verbindung stärker und stärker wurde. Also die erste Katze ist echt schon mal ganz cool und ich habe irgendwo gesehen, genau, ich glaube die zweite, die ist ja ein bisschen hinüber, die kann ich hier in der Palbox regenerieren lassen. Wie wahrscheinlich bei jedem war in meinem Kopf immer noch der Vergleich mit Pokémon. Fahrender Händler. Aber ich merkte bald, was kann der, dass das Spiel doch in eine andere Richtung geht. Naja, ich glaube, ich brauche da nichts, kann ich mir eh nicht leisten. Wir lassen ihn mal ziehen. Oh shit, falsche Taste. Hat der eine Knarre? Junge, der schießt auf mich. Ich habe einen Händler gefangen. What the fuck? Ich kann den Händler streicheln? Was ist das für ein Spiel? Immer noch leicht verwirrt ging ich erstmal wieder an die Arbeit, denn es dämmerte bereits und ich wollte vor der Nacht noch ein Lager bauen. Für die erste Nacht wollte ich mich nicht übernehmen. Ich sammelte ein paar Ressourcen und fing mit dem Bau an. Prio 1 waren 4 Wände und ein Dach über dem Kopf. Auch wenn wir uns im Startgebiet befanden, sah der Ort ganz schön aus, um später noch lagertechnisch zu eskalieren. Ich baute mir eine mittelgroße Hütte, baute Fenster und Türen ein und schloss mit einem Dach ab. Vor unserer Hütte baute ich eine Art Veranda und platzierte darauf die Werkbank.
Im Inneren der Hütte baute ich außerdem noch ein Lagerfeuer. Das sorgte nicht nur für Komfort in der Nacht, sondern ich konnte mir und meinen Pals hier auch Speisen zubereiten. Da ich bereits alle Bären in der Umgebung abgeerntet hatte, mussten einige der Chickpeas dran glauben. So bekam ich Fleisch und Eier und konnte das Ganze am Lagerfeuer braten. Also die Hütte wird schon langsam ganz gemütlich. Draußen wird's dunkel und ich merke, wenn ich friere, verliere ich sogar Leben. Was jetzt natürlich gut wäre, ein Bett, das wir die Nacht überbrücken können. Holz und Wolle. Gemeinsam mit dem fahrenden Händler klopfte ich einige der Lambeis in der Nähe und konnte mir schon bald das Bett herstellen. Alter, was ist das denn? Kann es sein, dass in der Nacht ganz andere Pals kommen? Ich verprügelte die beiden Nachtschwärmer und konnte eines davon erfolgreich fangen. Ich wusste das noch nicht, aber es sollte sich später rausstellen, dass so ein Daydream nützlicher ist, als es am Anfang erscheint. Yes. Die letzten Stunden der Nacht verbrachte ich im Bett, um Kraft zu tanken, denn am nächsten Tag hatte ich viel vor. Damit sich die Pals auch wohlfühlen, baute ich das erste Pal-Bett. Mittlerweile hatte sich meine Katze in der Palbox erholt und ich fand raus, dass ich die im Lager einsetzen kann und sie dann auch für mich arbeitet. Ich baute eine Reparaturwerkbank, craftete einen Bogen und konnte meine Palbox mittlerweile um 2 Level erhöhen und war jetzt heiß drauf, die nähere Umgebung zu erkunden. Bereits nach den ersten Minuten Spielen war meine Gier nach großen, seltenen und tollen Pals gewachsen und auf meinem Weg zum Allerbesten musste ich natürlich möglichst schnell leveln. Ich stellte fest, dass die ersten 10 Pals einer Art immer einen Fangbonus gaben, also zog ich los, um Pals zu fangen. Ups, das ist hin. Ich sammelte natürlich nicht nur Chickpeas, sondern auch die anderen Pals. Dadurch lernte ich, dass jede Art andere Eigenschaften hat und für andere Dinge in der Base zu gebrauchen ist. Farmarbeit, Transport und Handwerk, das bestimmt auch praktisch. Ich entfernte mich immer weiter von meiner Hauptbasis und fand immer größere und toller aussehende Pals. Schaffen wir den? Ich bin Level 6, ich würde es ja Alter, was läuft hier denn rum? Komm, wir versuchen es, der schaut irgendwie gut aus. Oh shit. Oh, der tut aber weh. Oh no. Mein überschwänglicher Mut endete also ziemlich schnell an dem ersten Flugpal. Der schmähvolle Tod alleine war aber gar nicht das Schlimmste. Ich hatte alle meine Items am Ort des Geschehens verloren, musste jetzt also wieder zurücklaufen, um alles abzuholen. Ich wollte zwar der Allerbeste werden, aber ich wollte auf keinen Fall in einem Spiel, in dem man fahrende Händler streicheln konnte, halbnackt durch die Gegend laufen. Ich entschied mich also, das Ganze etwas fokussierter anzugehen. Am nächsten Tag lernte ich einige neue Technologien und stellte mir ein Schild und Kleidung her. Das sieht doch schon mal besser aus. Großes Problem ist irgendwie auch gerade Holz, also Steine kriege ich hier jede Menge, weil die Katzen das abbauen. Wir brauchen noch irgendein Pal für Holzfell. Ja, mal schauen, was wir finden. Let's go. Durch die neuen Technologien konnte ich mir unter anderem einen Glider bauen. Mit dem war ich zumindest schon mal schneller unterwegs. Auf meinem Weg fand ich 2 Foxparks. Die sollen gerade im Early Game mit dem passenden Item eines der besten Angriffpals sein, aber dazu später mehr. Das Foxparks war schnell gefangen und ich konnte weiterziehen. So, das dürfte jetzt das 10. sein, wenn es drin bleibt. Den sollte ich nicht schlagen. Jawohl. Direkt Level 8. Ja, da geht's Leveln wirklich deutlich schneller. Ich jagte und fing einige weitere Pals und schon bald war der Abend eingebrochen. Ist das wieder so ein Schnellreisepunkt? Da leuchtet auch irgendwas. Ja, perfekt. Dann können wir jetzt schon mal ziemlich schnell hier zumindest eins weiterkommen. Fast schon praktisch. Krieg ich die auf? Goldmünzen, Pfeile und kleine Pfahlsäle. Guck mal, ich weiß nicht, ob die Bäume fällen können. Aber anschauen können wir uns mal. Jawohl, bleibt direkt drinnen. Guck mal, kann nur sehen. Naja, werden wir später vielleicht noch brauchen. Die Nacht war schnell vorüber und ich fing einige weitere Pals. Dabei merkte ich gar nicht, wie das Spiel ganz subtil meine Gotta Catch 'Em All Gedanken triggerte. Ich weiß nicht, schaffen wir das? Ich glaube, wir müssen es versuchen, wenn er hier schon vorbeifliegt.
Gemeinsam mit meinem Daydream konnte ich das Tomboard relativ gut erlegen. Und es zahlte sich aus, dass ich mir ein Schild gemacht hatte. Oh shit. Wenigstens habe ich jetzt ein Schild. Nochmal. 63. 100, jawohl, wir haben's. Sammeln, Bergbau, Transport. Auch kein Holzfällen. Nicht nur mein Sammeltrieb war getriggert, sondern auch mein Erkundungsdrang. Ich entfernte mich immer weiter von meiner Basis und fand immer neuere Pals. Dabei musste ich mich wirklich zusammenreißen, nicht einfach blind um mich zu feuern. Ich war mittlerweile Level 8, hatte einige neue Technologien freigeschalten. Griff Munk. Und wollte, bevor ich zurück ins Lager kehrte, unbedingt noch einen Holzfäller-Pal. Und es stellte sich heraus, dass das Sliffmunk, das hier zufällig meinen Weg kreuzte, genau dafür gut war. Hat irgendwie ganz schön viel ausgehalten. Aber ist drinnen. Nochmal neues, Level 5. Und der kann Holz fällen, perfekt. Auf meinem Rückweg fand ich außerdem einen weiteren Nightwing. Und mit dem hatten wir noch eine Rechnung offen. Außerdem hatte ich in meinen Technologiebomben gesehen, dass es dafür ein ganz besonderes Item gibt. Wir gingen zwar bald die Pfeile aus, aber gemeinsam mit Daydream und meiner besseren Ausrüstung konnte ich Nightwing diesmal besiegen. 99, 100, jawohl, auch den Hammer. Level up auch. Ich weiß nicht, wie gut er ist, aber wir gehen jetzt erstmal zurück zum Lager. Ich glaube, wir haben viel Sachen zu bauen. Oh, es gibt so viel zu entdecken. Aber jetzt erstmal zurück. Durch das Upgrade meiner Palbox konnte ich jetzt weitere Pals für mich arbeiten lassen. Die brauchten dann aber natürlich auch Schlafplätze. Ich setzte das gefangene Liffmunk ein und hatte jetzt also auch eine passive Holzquelle. Auf meiner Erkundungstour hatte ich jede Menge Kram gefunden und der musste verstaut werden. Ich erweiterte mein Haus um ein Lager und baute einige Truhen. Ich lernte einige neue Technologien und wollte mich abends ins Bett legen, als der erste Überfall kam. Überfall? Da kommen welche. Bei dem Überfall half mir jetzt nicht nur Daydream, sondern auch alle meine Pals im Lager. Wir konnten die Angreifer gemeinsam schnell zurückschlagen und ich konnte sogar einige Leasepunk fangen. Naja, er hat mir Stahlschlüssel gegeben, aber wirklich viel Schaden haben sie nicht gemacht. Transport ist auch nicht schlecht. Keine Ahnung, ob die so gut sind. Nachdem ich den ersten Überfall ohne große Probleme überstanden hatte, ging es am nächsten Morgen weiter. Um immer ausreichend Nahrung zu haben, baute ich neben meiner Basis ein Bärenfeld. Das heißt, die Frage, kann irgendeins von meinen Pals sehen? Liffmunk, der kann auch sehen. Machen sie auch gleich. Nice. Bei meinem Ausflug hatte ich auch ein Teerfand gefangen und das war für die Bewässerung gut. Ich setzte es in die Pokébox ein und merkte immer mehr, wie ein Zahnrad ins andere griff. Ich erstellte mir außerdem eine Pal-Ausrüstungswerkbank. Damit konnte ich Gegenstände für meine Pals craften. So zum Beispiel ein Halsband für meinen Daydream. Das ermöglichte mir, dass ich Daydream quasi als passiven Begleiter neben einem weiteren Pal mit mir führen konnte. Für Kämpfe also ziemlich praktisch. So, jetzt müssen wir noch eine Statue der Kraft bauen und dann können wir schon wieder upgraden. Vielleicht hier so. Das ist eigentlich ganz geil. Gemeinsam mit meinen Helferlein war auch die Statue schnell erstellt. Hier konnte ich Liffmunk-Statuen eintauschen. Damit konnte ich dann wiederum entweder meine Pals verbessern oder mein Fanggeschick. Ich hatte bereits zwei gefunden und setzte gleich eine dafür ein. Also Steine haben wir echt massig, aber Holz ist trotz meinen beiden Äffchen hier immer noch absolute Mangelware. Ich muss ein zerkleinerer Steinbrauch Holzfällerlager bauen. Außerdem können wir, glaube ich, auch so eine Farm bauen. Genau, eine Viehfarm. Ja, ich glaube, ich muss da jetzt erstmal nochmal selbst Hand anlegen. Und da müssen wir mal schauen, ob wir noch irgendein Pal finden, das schneller Holz hacken kann. Ich sammelte erst selbst einiges Holz und überließ dann aber den Affen die Arbeit. Ich nutzte die kleine Ruhephase, um weitere 10er-Serien zu vervollständigen, zu leveln und einige der Pals rund um das Startgebiet zu fangen, die ich bisher noch nicht hatte. Mit Pengulet fand ich zum Beispiel ein Eispal, das nicht nur Pal Saft droppte, der später noch wichtig wird, sondern mir auch beim Kühlen helfen sollte. Ich stellte außerdem fest, dass ich mir meine Pals genauer anschauen sollte, denn einige davon hatten wirklich nützliche Fähigkeiten. Nice, der kann hier einen Ultraschall senden und ich sehe alle Pals in der Nähe. Ultra praktisch. So fand ich nach einigen Suchen eins der Melpackers und stellte fest, dass nicht nur ich, sondern auch meine Pals mittlerweile deutlich mehr Schaden machten. Oha, die machen beide zusammen echt gut Schaden, da muss man wirklich aufpassen. Ist auch schon eingefangen, nice. Ich erkundete die Gegend weiter, fand dabei einige neue Pals und kam irgendwann an ein schwarzes Loch in einem Felsen. Was ist das denn? Kann ich da rein? Höhle der sanften Hügel? Level 13 Boss? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, dass er verschwindet, aber ich habe keine Pfeile mehr, zu wenig Pfahlsphären. Ich glaube, ich springe ganz schnell zurück ins Lager, versorge mich ein bisschen und dann gucken wir hier nochmal rein. Level 13 müsste eigentlich gehen.
Zum Glück war in der näheren Umgebung ein weiterer Schnellreisepunkt. Über den gelangte ich schnell zu meiner Basis. Dort fand ich raus, dass ich völlig vergessen hatte, einige der neuen Technologien freizuschalten. Mir war an der Stelle noch nicht ganz klar, was ich mit dem Fleischerbeil machen sollte, aber das würde ich später noch lernen. Unter den Technologien war auch ein neuer Bogen. 50 Holz. Ich fällte ein paar Bäume und konnte den Bogen bald darauf herstellen. In Vorbereitung auf den Dungeon craftete ich mir auch noch einen Federschmuck und einen Speer. Bevor es dann in den ersten Dungeon gehen sollte, wollte ich mein neues Equipment noch testen. Level 16 Dinossum. Aber das ist eigentlich mal ein guter Test jetzt, bevor wir in den Dungeon gehen. Oha. Boah, der hält schon ganz schön viel aus. Und er tut auch ein bisschen weh. Oh shit, jetzt gehen alle auf ihn los. Mein ganzes Lager ist aggro gezogen. Junge, lass ihn in Ruhe. Bleib doch drin. Es ist dein Ende. Bleib drin. Der hat vielleicht noch ein HP jetzt oder so. Verdammt. Meine kleinen Pals, die sind einfach zu aggressiv. Ich konnte die Nossum zwar nicht fangen, aber zumindest was die Stärke meiner Pals anging, war ich zufrieden. Nachdem das Ganze etwas gedauert hatte, machte ich mich möglichst schnell auf den Weg zum Ort des Dungeons und fand da was Besonderes. Was ist das für ein Geräusch? Alter, was ist das für ein Gumos? Und warum kämpfen sie gegeneinander? Der ist ja riesig. Ist das quasi so ein Shiny? Mein erstes Shiny ist ein Gumos? Ach komm. Einfach so ein riesen Schlammtropfen. Gibt's ein uncooleres Shiny? Ich weiß es nicht. Auch wenn Gumos wahrscheinlich nicht die größte Maschine im Spiel ist, habe ich mich trotzdem über mein erstes Shiny gefreut. Wir versuchen es mal, bevor das auch wieder stirbt. Hat noch nicht gereicht. Neben dem Holzproblem musste ich jetzt feststellen, dass ich auch ein Sphärenproblem hatte. Ich brauchte viel mehr, aber dafür sollten wir schon bald eine richtig gute Lösung finden. Ich schaffte es irgendwie, während dem Kampf eine Werkbank zu craften und mir neue Sphären herzustellen. Es waren zwar nur 2 Stück, aber die haben gereicht, um das Shiny Gumos zu fangen. 81. Jawohl, ist drin. Ich sehe es hier wahrscheinlich nicht extra. Müssen wir uns später im Lager nochmal genauer anschauen. Wir haben jetzt also einen riesen Gumos, das einfach nur sehen kann. Nice. Scheiße, ich glaube, ich bin zu spät. Ich habe mir extra hier eine Werkbank hingestellt, dass ich es wiederfinde. Aber dann schließt sich das einfach, wenn die Zeit verstreicht. Ich wollte möglichst bald den nächsten Dungeon suchen, denn ich war echt gespannt, was man da so finden kann. Auf dem Rückweg machte ich Jagd auf einige Foxparks, denn ich brauchte deren Feuerdrüsen für den Schmelzofen. Außerdem kam ich an einem Pal vorbei, an das ich mich bisher noch nicht gewagt hatte, das ich aber unbedingt holen wollte. Das mit dem Dungeon ist jetzt echt ein bisschen ärgerlich. Aber umso mehr würde ich sagen, ist jetzt mal Zeit, einen von diesen hier uns zu holen. Die werden mich halt auch beide angreifen, aber komm. Ja, easy. Jawohl. Level up auch noch und so einen schönen Hirsch. Über den Schnellreisestein ging es dann zurück zur Basis. Mit den Feuerdrüsen konnte ich mir jetzt den Sattel für Foxparks bauen. So, Foxparks Geschirrhammer. Da bin ich jetzt auch drauf gespannt. Lassen den mal raus. Fuchsflammenwerfer. Ja, moin. Ich habe einen Fuchsflammenwerfer. Richtig geil. Ich glaube, damit können wir auf jeden Fall auch mal in den Dungeon dann schauen. Glück gehabt. Ich schaute mir außerdem meinen gefangenen Hirsch mit dem unaussprechlichen Namen genauer an. Auf dem kann ich reiten. Und er kann Holz fällen, sogar Level 2. Da muss der auf jeden Fall ins Lager. Und den werde ich mir einfach nur kurz anschauen. Junge, was ein Riesenteil. Das ist ja nicht mehr normal. Am nächsten Morgen hatten meine Pals genug Ressourcen gesammelt, damit ich ein Holzfällerlager bauen konnte. Somit war ich jetzt nicht mehr auf das Nachwachsen der Bäume angewiesen. Daneben platzierte ich den passenden Steinbruch. Zwischen den Gebäuden platzierte ich eine Truhe, sodass die Ressourcen dort direkt eingelagert werden konnten. Mittlerweile war ich Level 13 und konnte den Sattel für Junge, Alter, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich konnte den Sattel für den Hirsch herstellen. Ich machte mich anschließend etwas mit dem Bausystem vertraut und baute den Zerkleinerer. Mit dem konnte ich jetzt entweder Fasern aus Holz gewinnen oder Palladiumbruchstücke aus Stein.
Durch die neuen Bauwerke konnte ich meine Palbox ein weiteres Mal aufleveln. Ich hatte ein Holzfällerlager, einen Steinbruch und genügend Pals, die abbauen konnten. Die Grundversorgung sollte jetzt also gesichert sein. Ich ließ meine Pals arbeiten und machte mich auf die Suche nach dem nächsten Dungeon. Ich fand heraus, dass mein Leaspunk ebenfalls ein Sonar hatte, mit dem er allerdings keine Pals, sondern Dungeons finden konnte. Ach, direkt vor mir ist einer. Komplett dran vorbeigelatscht. Da gehen wir jetzt aber sofort rein. Level 13. Let's go. Nach meinem ersten Tod gegen das Flugpal war ich ziemlich vorsichtig. Und auch beim Dungeon hatte ich so meine Bedenken, doch ich merkte schnell, dass der relativ einfach zu erledigen war. Die Gegnergruppen waren mit meinen beiden Pals ziemlich schnell zu besiegen. Außerdem hat das Spiel einige kleine Bugs, die es einem an der einen oder anderen Stelle etwas leicht machen. Ich durchquerte den weiteren Dungeon und fand darin einige Pals, die ich bisher noch nirgends gesehen hatte. Was ist das denn und wo kommen die her? Die waren eben noch nicht hier. Mau. Neben Mao fand ich auch noch Schaufler und Killamari. Über eine Grotte im Berg gelangte ich dann zu einem größeren Platz und hier war der Endboss des Dungeons. Oh, das sieht groß aus. Level 11, Ushua. Müsste der Boss sein, oder? Aber sollten wir auf jeden Fall schaffen. Vor allem sollten wir ihm mit einem Flammenwerfer schaffen. Es stellte sich raus, dass nicht nur die Mobs, sondern auch der Endboss im Dungeon ziemlich easy war. Und vor allem der Flammenwerfer hat ordentlich Schaden ausgeteilt. Ganz ehrlich, Flammenwerfer ist absolut OP. Rochoir lag in kürzester Zeit und ließ sich nicht nur leicht besiegen, sondern auch leicht fangen. So wie es aussieht, ist es nur ein normaler Rochoir. Antikes Bauteil haben wir jetzt bekommen. Seltene Kralle. Leider ist unser Fuchs dabei draufgegangen. Ich erledigte auch die letzten Gegner und kam zum Ausgang des Dungeons. Was ist das denn? Zwei Truhen. Vitalamulett, Rubin, Eistechnikfrucht. Wofür ich die Items brauchte, wusste ich da noch nicht, aber zumindest hatte ich jetzt schon mal ein besseres Gefühl dafür, dass ich scheinbar den Dungeons ganz gut gewachsen war. Am nächsten Tag erstellte ich mir ein zweites Beet sowie eine Viehfarm. Sobald ich genügend Rohstoffe gesammelt hatte, wollte ich das ganze Lager aufhübschen, aber jetzt musste es erstmal so gehen. Ich fand raus, dass ich für den Sattel von Aiketier Eisen brauchte. Also sammelte ich einige der Feuerdrüsen der Foxpacks und konnte am Abend die Eisenschmelze herstellen. Mein eigenes Foxpark setzte ich wiederum ein, um die Schmiede in Gang zu setzen. So hatte ich nach etwas Warten genug Eisen zusammen und konnte endlich den Sattel für Aiketier herstellen. Alter, der dauert aber lang. Sattel ist fertig. Und jetzt müssten wir eigentlich... Ich tausche einfach mal die hier aus. Nehme den mit in mein Team. Reiten können. Alter. Ich muss aufpassen, wenn ich die alleine ein bisschen berühre, dann ist das schon ein Angriff. Ui, und ich kann auch seine Attacke machen. Alter, das Ding gefällt mir. Nice. Nachdem ich jetzt deutlich mobiler war, unternahm ich gleich einen ersten Ausritt und hörte schon bald ein mir vertrautes Geräusch. Nice, ein Shiny Pengulett. Neben Handwerksaufgaben und Transport kann Pengulett auch kühlen und bewässern. Ist also für einiges zu gebrauchen. Umso mehr habe ich mich über das Shiny gefreut. Während meinem Ausritt fand ich außerdem ein kleines Dorf. Da gab es nicht nur einen weiteren Schnellreisepunkt, sondern auch den nächsten Dungeon. Der erste war ziemlich easy. Gehen wir direkt rein. Auch dieser Dungeon war relativ leicht zu meistern. Und es stellte sich raus, dass mein Hirsch nicht nur ein gutes Reittier, sondern auch ein guter Kämpfer war. Ich erspare euch aber hier mal die ganzen einzelnen Kämpfe mit den Mobgruppen. In der Höhle habe ich erst einige Truhen und dann ziemlich schnell den Boss gefunden. Bei dem handelte es sich diesmal um ein Daydream. Ich ließ diesmal Nightwing für mich kämpfen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Pals wie stark waren. Und auch das hat mich absolut überzeugt. Und nach einem relativ kurzen Kampf hatte ich Daydream fast am Boden und konnte es erfolgreich einfangen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so ganz, was es mir bringt, wenn ich diese Bosse fange oder ob ich sie eher killen soll. Vielleicht ist es völlig egal, aber ich gehe da lieber auf Nummer sicher und nehme die mal alle mit. Ich glaube, die Items würde ich so oder so bekommen. Auch hier warteten am Ende vom Dungeon wieder zwei Truhen auf mich.
Voll bepackt konnte ich den Dungeon wieder verlassen. Ich befand mich zum ersten Mal westlich des Startgebiets und setzte hier Tompats Fähigkeit ein, um Pals in der Umgebung zu finden. So fand ich zwei schlafende Fixies. Die hatte ich schon lange gesucht, denn ich brauchte sie unbedingt für meine Viehfarm. Ich fing beide ein und machte mich dann auf den Weg zurück. So, bevor ich jetzt hier weitermache mit neuen Gebäuden und so weiter, wie viel haben die bis jetzt gesammelt? 374, 586, okay, das sollte ausreichen. Mir gefällt mein Lager noch nicht so richtig gut, das ist alles noch relativ provisorisch. Nächstes große Projekt ist jetzt, einmal hier ein möglichst schönes Lager hinzuzaubern. Ich hätte gerne eine Scheune, ich hätte gerne ein richtig schönes Haus und noch so ein paar andere Dinge. Ich muss aber erstmal noch zwei Level aufsteigen, denn dann kann ich Steinbauwerke machen. Ja, deswegen würde ich sagen, ich ziehe los, versuche ein paar Level zu machen und dann heißt's Lager bauen. Gemeinsam mit meinem mächtigen Hirsch nahm ich dann alles mit, was ich gefunden habe. Ich fing ein paar Melpakas, machte Jagd auf seine Artgenossen und fand einen weiteren Schnellreisepunkt. Auch die nördliche Region war noch ziemlich unerkundet von mir. Ich fand hier einen Capreti und konnte dieses auch gleich fangen. Außerdem kam ich auf meiner Reise zu einem der Weltbosse. Oh, was ist das denn? Chill it. Chill it, du musst dran glauben. Oh mein Gott. Ey, dieser Vogel macht zu viel Schaden. Oh Gott. Da musste ich ein bisschen zusammenreißen. Ich bin jetzt zwar fast Level 18, aber ich hätte ihn wirklich gern gefangen. Aber die sind teilweise so schnell tot dann. Junge, Junge. In der Nacht fand ich ein weiteres Shiny. Das war allerdings wieder nur ein Pengolett. Shiny Hammer. Ist zwar kein neues, aber Level 18. Perfekt. Das da hinten nochmal ein Schnellreisepunkt. Was nachts wirklich praktisch ist, ist, dass man besondere Objekte wesentlich schneller erkennt. Ich nahm also auch diesen Schnellreisepunkt ein und ging zurück zur Basis. Also, Level müsste jetzt passen. Wir können jetzt richtig viel Neues machen. An erster Stelle Steinmauer. Auch wenn ich Chillit zunächst nicht einfangen konnte, hatte ich dafür für seinen Besiegen meinen ersten Technologiepunkt bekommen. Brutkasten. Das hört sich gut an. Bei all den neu erlernten Technologien war es jetzt aber höchste Zeit, das Lager abzugraden. Meine alte provisorische Hütte riss ich zunächst ab, denn ich brauchte nicht nur die Rohstoffe, sondern auch den Platz. Nachdem der durch den Umkreis der Palbox eher beschränkt war, wollte ich möglichst effizient bauen. Ich fällte den störenden Baum und platzierte mein Fundament des Hauses direkt am Felsen. Nachdem Fundament und Mauern gebaut waren, schloss ich das Erdgeschoss mit einer Türe ab. Um die Nächte überbrücken zu können, baute ich als nächstes ein Bett und kümmerte mich anschließend um das Dach. Nachdem ich später noch eine Palzucht und eine Palfarm herstellen wollte, wollte ich den ganzen Stil in einem Art Scheunenlook machen. Für das Ganze ist etwas mehr Zeit draufgegangen als erwartet, denn das Bausystem in Palworld ist, gerade im Vergleich zu anderen, noch nicht so 100% ausgefeilt. Doch langsam kam ich voran und irgendwann war das Dach fertig. Um weiterbauen zu können, riss ich zunächst die Schlafplätze der Pals ab und baute sie an der Seite wieder auf. Somit waren meine Pals versorgt und konnten weiterarbeiten, während ich mich um die Veranda kümmerte. Die noch vorhandenen Technologiepunkte gab ich für Inneneinrichtungen und Aufhübschungen aus. Was wirklich cool wäre, wenn in Zukunft weitere Baumöglichkeiten mit dazukommen, denn da ist man teilweise schon ein bisschen eingeschränkt. So musste ich fürs Geländer zum Beispiel auf eine Holzbank zurückgreifen. Alles andere als optimal, aber aktuell glaube ich die beste Lösung. Ganz langsam nahm mein neues Haus Form an, aber es fehlten noch die Details. Ich nutzte einige Einrichtungsgegenstände, um vorhandene Lücken zu schließen und um für etwas mehr Komfort zu sorgen. Der Eingangsbereich war ebenfalls noch etwas trostlos. Ich platzierte also auch hier einige der Einrichtungsgegenstände und baute dann das Dach weiter aus. Mit meinen vorhandenen Pflanzenfasern konnte ich dann außerdem Efeu an den Mauern platzieren.
Zwar nicht ganz billig, aber ich fand, dass das das Haus deutlich aufbesserte. Während der Zerkleinerer für mich neue Pflanzenfasern herstellte, kam mir hier unten am Fluss eine Idee. Nicht nur ich sollte mich hier wohlfühlen, sondern vor allem auch meine Pals. Und für mich war da die Lage am Wasserfall und See optimal. Ich entfernte einige der Geländer, baute neue Fundamente und fand raus, dass man mit ein bisschen Rumspielen doch mehr bauen konnte, als es einem im ersten Moment erschien. Mit übereinanderstehenden Fässern baute ich Säulen und konnte dann anschließend dazwischen eine Bar setzen. Ich baute ihnen außerdem noch einen Tisch, auf dem ich später den Futtertrog stellen wollte und erweiterte das Fundament noch einmal, denn was gibt's Besseres als eine Bar am See? Richtig, ein Whirlpool am See. In dem konnten sich zukünftig meine Pals von der harten Arbeit erholen. Ich baute auch hier wieder Bankgeländer, platzierte einige Kisten und Pflanzen und hatte in der Zwischenzeit genug Fasern hergestellt, um weiteren Efeu an die Mauer zu bringen. Also man kann schon ein bisschen erahnen, wo es hingehen soll, aber mir gehen jetzt echt die Materialien aus. Ich glaube, ich lasse meine Pals jetzt erstmal wieder eine Weile arbeiten. Habe jetzt wirklich auch lange hier gebaut. Das Ergebnis ist nicht so krass, aber es hat echt gedauert, bis ich da reingekommen bin. Deswegen würde ich sagen, es ist jetzt höchste Zeit, mal wieder loszuziehen. Vielleicht kriegt man ein paar neue coole Pals. Vielleicht machen wir mal diesen Turm. Müssen wir mal schauen, wie stark der ist. Aber die haben jetzt erstmal hier schönen Whirlpool, schöne Aussicht. Das ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Damit sie levelten, fügte ich Mau und einen weiteren Hirsch zu meinem Team hinzu und wollte mich anschließend nochmal auf den Weg zu Chillit machen. Davor baute ich aber eine provisorische Pal-Werkbank. Ich hatte wieder einige Level hinter mich gebracht und neue Technologien freigespielt. Und darunter waren auch einige nützliche Items für meine Pals. Eine Panzerfaust für Pengulet. Und da haben wir ja sogar einen Shiny. Das könnte spannend werden. Konnte jetzt auch einen Sattel für Nightwing herstellen. Neben der provisorischen PAL-Ausrüstungswerkbank baute ich auch eine Privitive und craftete mir da einigen Stoff. Bei ein paar nahegelegenen Bäumen holte ich mir die nötigen Fasern und hatte dann genug Rohstoffe für den ersten Flugsattel. Nachdem der ziemlich lang dauerte, überließ ich die Arbeit erstmal meinen PALs und nutzte die Zeit, um meinen Zerkleinerer woanders hin zu platzieren. Um die benötigten oder hergestellten Rohstoffe immer in Reichweite zu haben, platzierte ich auch hier einige Unterbringungsmöglichkeiten. Und am nächsten Morgen war der Sattel fertig. Da haben wir ihn. Ey, das hat jetzt echt ein bisschen gedauert. So. Kann ich jetzt sofort auf dem reiten? Alter, bin ich gespannt. Nice. Junge, das macht alles so viel einfacher. Oh, wir sehen jetzt auch mal das ganze Ding aus einer anderen Perspektive. Mit meinem ersten Flugmount war ich jetzt nochmal deutlich schneller auf der Karte unterwegs und konnte auch Klippen in Windeseile erreichen. Dabei machte das Fliegen nicht nur Spaß, sondern ich konnte auch die Kampffertigkeiten von Nightwing nutzen. Nachdem Nightwing genug Schaden gemacht hatte, konnte ich Chillit den Rest geben. Und bereits beim ersten Versuch blieb es in der Sphäre und ich hatte ein weiteres neues Pal. Jawohl, meine Pals sind auch alle aufgestiegen. Ich muss unbedingt auch neue Pfeile machen. Aber damit haben wir jetzt Chillit. Ja, wenn wir das nächste Mal in der Basis sind, schauen wir uns das auch genauer an. Kurz darauf fand ich mal wieder einen Dungeon. Das Aufregendste hierbei war der Endboss. Die Nossum. Sehr schön, das wollte ich ohnehin. Bitte bring's nicht wieder gleich um. Der darauffolgende Kampf war von den bisherigen Dungeon-Bossen zwar der heftigste, aber immer noch gut machbar. Mein größtes Problem war, dass ich keine Pfeile mehr hatte, aber Tombard ist eine echte Maschine. Ich ließ ihn den Bärenteil machen, holte ihn zurück und erledigte den Rest selbst. Na? Jawohl. Ja, hat sich schon gelohnt. Nehmen wir noch den Loot mit. Was mir jetzt nur auch mittlerweile aufgefallen ist, die ganzen Pals haben eigene Eigenschaften. Der jetzt gerade zum Beispiel war Angsthase. Ich glaube, da muss ich mir auch mal alle anschauen und gucken, ob ich da irgendeins dabei habe, was richtig gut ist. Amulett, Rubin. Nice. Nachdem ich mich in der Nacht ausgeruht hatte, war es Zeit, am nächsten Tag die Basis weiterzubauen. Ich sorgte für etwas Platz und erweiterte dann die Terrasse. Hier sollte zukünftig der Werkstattbereich seinen Platz finden. Damit ich mich selber besser zurechtfand, wollte ich für jeden einzelnen Werkbanktypen einen eigenen Bereich bauen. Neben der primitiven Werkbank fand jetzt auch endlich die hochwertige Werkbank ihren Platz ins Lager.
Weil es optisch ganz gut dazu passte, platzierte ich eine Pharmaziewerkbank neben der PAL-Ausrüstungswerkbank. Auch hier versuchte ich wieder mit Einrichtungsgegenständen wie Fässern, Truhen, Unterschränken und Regalen etwas mehr Leben reinzubringen. Hinter der Werkbank hatte ich noch einigen ungenutzten Platz. Hier sollte mein Lager hinkommen. Ich hatte mittlerweile extrem viele Items gefunden, von denen ich nicht mal wusste, was ich damit machen sollte. Um zukünftig die Übersicht zu bewahren, erstellte ich einige Schilder mit Truhen davor. Auf meinen Erkundungstouren hatte ich immer wieder verschiedene Eier gefunden. Die gab es auch in verschiedenen Seltenheitsstufen, was im späteren Verlauf noch richtig wichtig werden wird. Für ein paar weitere Verzierungen fehlten mir mal wieder Materialien, aber ich war erstmal ganz zufrieden. In meinem neuen Werkstattbereich erstellte ich mir anschließend erstmal ein paar neue Pfeile. Denn nach all dem Bauen hatte ich jetzt wieder Lust loszuziehen und da war ja so ein Turm mit einem Turmboss. So, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt geht. Zeitlimit 10 Minuten. Ich würde sagen, ich versuch's einfach. Wird schon schief gehen. Aktuell gibt es 5 Turmbosse in Palworld, die zu den stärksten Gegnern im Spiel zählen. Tatsächlich war mir nicht bewusst, dass man diese Gegner nicht mit den Dungeon-Bossen vergleichen kann, sondern sich dahinter ganz andere Kaliber verbergen. Groß aus. 30.000. Holy. Ja, so richtig viel Schaden mache ich bis jetzt noch nicht. Leute, das geht ja gar nicht. Ich habe jetzt vielleicht ein 20stel gemacht. Die Attacken von Grisbolt taten ordentlich weh und seine Gesundheit sank nur langsam. Aber ich wollte der Allerbeste werden und das war ein erster guter Härtetest. Also mein Tombard müsste jetzt Schaden austeilen. Der war bis jetzt immer richtig gut. Tombard zeigte wieder mal seine wahre Stärke und ich musste nur vor der Laserkanone aufpassen. Oh oh, Tombard. Ich kam zwar immer besser mit Grisbolts Angriffen aus, aber meine Pfeile neigten sich dem Ende. Zum Glück machte aber Tombard ordentlich Damage und die Gesundheit des ersten Turmbosses fiel und fiel. Ich habe noch 21 Pfeile. Das ist gerade, glaube ich, das Kritischste. Ich glaube, wenn wir so weitermachen, wird es gehen. 5 Minuten sollte auch reichen. Oh shit. Okay. Holy. Der hatte es in sich, aber es hat geklappt. Direkt Level Up. 5 Technologiepunkte erhalten. Den nehmen wir auch mit. Ja, gab ordentlich Erfahrung. Kann man wieder einige Sachen lernen. Nice. Ich gab die neu erworbenen Technologiepunkte für neue Items aus und konnte jetzt auch zum Beispiel eine Zuchtfarm, eine Enterhakenpistole oder einen Palentzafter bauen. Palentzafter. Ich flog anschließend zurück zur Basis, um das nächste große Projekt anzugehen. Der erste Boss war erlegt und es fühlte sich wie das Erreichen des nächsten Levels an. Und das nächste Level sollte auch unsere Basis erreichen. Ich erweiterte meine Plattform, um meine Viehfarm darauf zu bauen. Hier sollten meine 2 Fixies reinkommen. Warum, sehen wir gleich noch. Auch hier habe ich wieder ein bisschen Zeit versenkt, damit die Farm ins Bild passt. Es sollte zwar nach Farm aussehen, aber ich wollte trotzdem von außen eine gute Einsicht haben, um immer zu sehen, wie viel schon drin lag. Es hat ein bisschen gedauert, aber nachdem ich auch ein paar optische Aufbesserungen gemacht hatte, war ich mit dem Ergebnis eigentlich zufrieden. So, die Viehfarm ist schon mal fertig. Ich finde es ja eigentlich ganz cool, man kann noch ein bisschen mehr verbessern, aber auch da sind jetzt langsam wieder die Materialien knapp. Hochofen brauchen wir sowieso, um wieder unsere Palbox aufzuwerten und dann müssen wir ja was in die Viehfarm reinpacken. Nächstes Projekt, Schmiede. Nachdem mir immer mehr bewusst wurde, dass es platztechnisch eng werden könnte, habe ich mich dazu entschieden, keine riesen Schmiede zu bauen, sondern einfach den Ofen an die Mauer zu stellen. Dadurch konnte ich zunächst meine Palbox auf Level 8 bringen und kurz Zeit später schon auf das nächste Level 9. Sehr schön. Um zur Legende der Palapagos-Inseln zu werden, brauchte ich Pals. Und um die zu fangen, brauchte ich Pals-Fähren. Und davon jede Menge. Genau hier kamen unsere gefangenen Fixies ins Spiel. Die konnten in der Viehfarm Items ausbuddeln und darunter auch Pals-Fähren. So,
Ah, das eine ist schon reingegangen. Das kommt auch noch rein. Und die müssten jetzt eigentlich richtig coole Sachen ausbuddeln. Mal schauen, wie fleißig die sind. Während ich auf die ersten Ergebnisse der Fixies wartete, platzierte ich Steinbruch- und Holzfällerlager. Alter, Depresso beim Steineklopfen. Ohne Scheiß, könnte ich sein. So, ich weiß nicht, manche wirken für mich noch manchmal ein bisschen verbuggt. Keine Ahnung, ob der jetzt wirklich Holz hackt. Ja, vielleicht optimiere ich das nochmal. Wow, wow. Alter, wie geil. Muss man mal im Auge behalten, aber das hier ist gerade das eigentlich Coole. Schaut es euch an. Junge. 12 Sphären, Gold haben sie auch ausgebuddelt, Pfeil auch. Also das ist schon wirklich nützlich. Ich nutzte den restlichen Tag, um einige Kleinigkeiten, die liegen geblieben waren, fertig zu machen. Verzierte mein Haus, baute eine Pal-Sphären-Werkbank und craftete die Enterhakenpistole, die ich endlich fertigstellen konnte. Außerdem baute ich mir Metallwerkzeug, mit dem ich zukünftig schneller abbauen konnte, tat genau dies und stellte mir dabei die Frage, ob meine Pals vielleicht irgendwie leichtes Aggressionsproblem haben. Und konnte am nächsten Morgen meine Enterhakenpistole einweihen. Nachdem ich meine zwei Bärenbeete versetzt hatte, war es Zeit für den nächsten Ausflug. Also, ich musste hinten das noch ein bisschen versetzen, die waren die ganze Zeit stuck hinter der Scheune. Bevor wir uns jetzt aber ans ganze Thema Ausbrüten, Züchten und so weiter begeben, ziehe ich los, schaue, ob ich noch so ein paar Bosse machen kann, bisschen leveln und werde gucken, dass ich möglichst schnell hier ein bisschen Progress mache. Ich wollte nicht nur Progress machen, sondern auch schauen, wie stark mein Team und ich mittlerweile geworden waren. Erstes Ziel war deshalb einer der Weltbosse. Oh, das sieht jetzt aber anders aus. Sphäre des Eisvogels. Wir gehen mal rein. Oh, da ist er. Level 15 Penkin. Der darf gleich mal starten. Ich glaube, ich kümmere mich... Oh, du Shit. Ich kümmere mich erstmal um die Kleinen und hoffe, dass mein Tombard den Großen ablenkt. Jetzt ist er dran. Nachdem die kleinen Mobs besiegt waren, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis Panking fiel. Tombat teilte einigen Schaden aus und ich lernte immer mehr, mich mit der Spielmechanik anzufreunden. Mal schauen, ob wir den so leicht fangen können. Ich hätte auch noch eine Megasphäre dabei, aber hey, aufs erste Mal. Antik-Technologie-Punkt, sehr gut. Und Panking gefangen. Auf dem Rücken Nightwings war es außerdem deutlich leichter, Pals zu fangen. So flog ich weiter durch unerkundete Gebiete und fand auch neue Pals. Fuck, hab ich auch noch nicht gesehen. Pal um Pal wandert in meine Tasche und ich war schnell von Level 19 auf 21 aufgestiegen. Y'all talk, neuen Pal gefangen, nice. Der wird schon wieder geschossen. Alter, was ist das? In irgendwas, ich kann ihn nicht aussprechen, aber den will ich haben. Jawohl! Angestachelt durch dieses neue Pal entschied ich mich dazu, noch weiter in unbekannte Gebiete vorzudringen und fand dort jede Menge neuer Pals. Brissler, hier sind sie jetzt auch deutlich höher levelig, aber eigentlich müsste ich das immer noch ganz gut hinbekommen. Yes! Also hier sind jede Menge neue und ich würde jetzt gerne mal den hier. Ich glaube, ich nenne den einfach Insi. Ich würde Insi mal gern testen. Macht gut Flächenschaden, hätte ich jetzt gerade gesagt. Floppy haben wir auch. Alter, und was ist das? Cinemod. Fast tot. Oh shit. Komm. Jawohl. Es gab hier zwar viele neue Pals und die waren auch besser, aber ich merkte ziemlich schnell, dass ich mit meiner Stärke an die Grenze kam. Und selbst die NPC-Lager waren hier nicht mehr super easy, sondern ich musste mich echt zusammenreißen und aufpassen. Großer Vorteil an der ganzen Geschichte war, dass es gute Erfahrung gab. Im Lager selbst befreite ich das gefangene Pal und kam so an ein... Rip Bunny.
auch ein cooler Name. Ich erkundete noch etwas die Umgebung, fand ein knisterndes Jumbo-Ei, was mir gerade recht kam, denn das Thema Eier ausbrüten sollte als nächstes in meiner Base drankommen, und nahm einen Schnellreisepunkt ein, damit ich in Zukunft hier wieder fix herkommen konnte. Der kleine Ausflug hatte mich endgültig in die Palfangen-Gier getrieben und ich stellte mir als erstes einige Megasphären her. Um an neue und starke Pals zu kommen, musste ich aber nicht nur auf Fangsuche gehen, sondern man konnte auch zwei x-beliebige Pals, Palliebe machen lassen und diese dann züchten. Und genau das sollte das nächste große Projekt werden. Hinter meiner Palfarm errichtete ich eine Mühle und ein Getreidefeld. Außerdem platzierte ich eine Kühlbox und einen Kochtopf. So, Kochtopf ist auch fertig. Und die Torte wird das nächste große schwierige Ding. Damit man Pals züchten konnte, brauchte man nicht nur die Zuchtfarm, sondern auch die Torte. Und die erforderte einige Zutaten. Bevor ich allerdings loszog, schaute ich mir noch an, was ich da überhaupt für neue Pals gefangen hatte. Und vor allem Bristler war extrem gut für all die Arbeiten im Pal-Lager. Außerdem errichtete ich über meiner Viehfarm ein weiteres Stockwerk. Hier oben sollten zukünftig die Paleier ausgebrütet werden. Damit die Eier in einer behüteten Atmosphäre brüteten, hübschte ich den Raum etwas auf und platzierte einige Feuerquellen, um die einigermaßen passende Temperaturen herzustellen. Und anschließend war es an der Zeit, die ersten Eier in ihre Brütbox zu packen. Also das düstere Jumbo-Ei interessiert mich am meisten, das nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Ich glaube, wir fokussieren uns erstmal auf die grünen hier. Und dann haben wir hier noch ein heißes Jumbo-Ei, auch ungewöhnlich, und ein knisterndes Jumbo-Ei. Ich glaube, die drei machen wir jetzt einfach mal. So, heißes Jumbo-Ei. Dem ist etwas kalt, okay. Knisterndes Jumbo-Ei. 40 Minuten? Eine Stunde? Habe ich gerade gar nicht gesehen. 30 Minuten. Dem ist sehr angenehm. Okay, das passt. Den könnte es noch ein bisschen wärmer sein. Schauen, kann ich einfach ein Feuer zwischen die beiden machen? Reicht das? Okay, passt. Sehr angenehm. Und dem ist jetzt etwas kühl, aber geht deutlich schneller. Knappe halbe Stunde. Ja, nice. Ich bin echt gespannt. Die Brütstation war fertig und ich brauchte jetzt nur noch die Zuchtfarm. Das Teil ist einfach riesig und es hat ein paar Versuche gebraucht. Aber irgendwann stand das Gebäude und ich war zufrieden. Junge, ist das groß. Aber Zuchtfarm steht. Die Voraussetzungen für unsere Zucht waren jetzt also geschaffen. Einzig der Kuchen fehlte. Damit sich unsere Pals fortpflanzten, musste der in der Viehzucht platziert werden. Was sich einfach anhört, war aber gar nicht so ohne, denn ich musste die Zutaten erstmal beschaffen. Während ich Mehl mit Hilfe der Mühle vom Feld und Eier von den Chickpeas bekam, machte ich mich als nächstes auf den Weg für Milch. Die sollte es von einer Art Kuhpals geben, die sich deutlich weiter westlich von meinem Startgebiet befanden. Auch gefunden habe ich dort erstmal was anderes Cooles. Alter. Vanworm. Zwei Stück, aber nur Level 11 und 13. Also wenn ich welche will, dann die. Ersten Hammer, nice. Mal schauen, ob der Blaue auch geht. Der Blaue ging nicht, aber nach einem ziemlich heftigen Kampf mit dem zweiten Vanworm konnte ich auch den einsammeln. Acht Leben, bitte bleib drin. Boah, Gott sei Dank. Da sind die ersten Kühe. Ich wollte die Mozzarinas nicht nur erledigen, sondern auch fangen. Erste Hammer, die wehrt sie noch ein bisschen. Denn auch die konnten dann zukünftig in der Viehfarm Milch produzieren. Und Nummer 2 auch. Ich fing einige Mozzarinas und fand dann in der Nacht noch ein neues Pal. Loop Moon. Greift das mich an? Holy shit. Mit all den Zuchtmöglichkeiten im Hinterkopf wollte ich auch dieses Pal unbedingt fangen. Und die Produktion der Megasphären zahlte sich auf jeden Fall aus. Ist drin. Yes. Den nötigen Honig bekam ich von einigen der Cinnamods, die ich bereits etwas früher gefunden hatte. Und schon bald hatte ich alle Zutaten zusammen und ging zurück zum Lager, um mit der Zucht zu beginnen. Ach du Scheiße. Wie lange dauert die denn? Habe ich irgendwas, was schneller Feuer machen kann? Noch hatte sich da nichts, aber das sollte sich bald ändern. Und die Wartezeit konnte ich gleich nutzen. So, aber während die Torte jetzt fertig gebacken wird, unsere Eier müssten eigentlich mittlerweile fertig sein. Die habe ich komplett vergessen. Jawohl. Okay, wir gehen schon mal als erstes an. Ey, ich bin echt ultra gespannt. Heißes Jumbo-Ei. Bushi? Hatten wir noch nicht. Knistertes Jumbo-Ei. Rayhound hatten wir auch noch nicht. Alter, geil. Und düsteres Jumbo-Ei, auf das bin ich am meisten gespannt. Tombat, ja okay, den hatten wir schon, aber die anderen beiden waren richtig cool. Feuerzeugung Level 2, der kann gleich unseren Kuchen machen und kann richtig viel Holz fällen. 3, Transport 2, Sammeln, Handwerk. Ui, ist ganz schön groß, aber der darf jetzt erstmal hier...
What the fuck? Nicht mal Stall anzünden. Bushi wanderte erstmal als Bäckermeister in unsere Kochstation und durfte die Torte fertigstellen. Und in der Zwischenzeit habe ich eine neue Runde Eier in die Brütstation gelegt. Hat ein bisschen gedauert, aber der Kuchen ist fertig. Die Frage ist, was hauen wir da jetzt rein? Also der ist für mich gesetzt, den fand ich so cool, als ich ihn gesehen habe. Der kommt da rein. Ich habe keine Ahnung, ich würde gerne alles ausprobieren. Wir packen jetzt einfach mal einen weiblichen Direhole rein. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was die beiden miteinander treiben. Torte ist drinnen. Mehr sollten sie eigentlich nicht brauchen. Es knistert nur so zwischen den beiden. Nice. Aus der zweiten Runde Eier kamen das mir schon bekannte Dinossum, Grintail und Caitress. Caitress, auch die hatte ich noch nicht. Und während ich mir meine neuen Pals etwas genauer angesehen habe, habe ich entdeckt, dass unsere beiden Zuchtpals fleißig waren. Oh, sie haben schon ein Ei gelegt? Das geht direkt oben rein. Ich habe also auch das Ei in die Brutstation und ein Pal beim Züchten ausgetauscht. Denn ich hatte mich in der Zwischenzeit etwas informiert und wollte jetzt ein ganz spezielles Pal züchten. So langsam wollte ich auch in die stärkeren Gebiete gehen, aber dazu musste ich noch etwas leveln. Ich tat also genau dies, während ich auf unser neues Ei wartete, fing dabei ein paar neue Pals und machte einige Level. Ich baute außerdem in meiner Basis die Werkbank für Waffen und konnte so meine Palbox ein weiteres Level erhöhen. Durch meine eigenen Levelaufstiege konnte ich außerdem gleich einige neue Technologien lernen, so zum Beispiel ein Palsphären-Fließband oder auch bessere Rüstungen. Und kurz danach war es dann schon wieder soweit. Zerfurchtes Jumbo-Ei. Dieses Jumbo-Ei sollte der Grundstein für unseren nächsten Meilenstein werden. Aber dazu gleich noch mehr. Ich war so in die ganzen Aufgaben vertieft, dass ich ganz vergessen hatte, dass die Brütstationen voll waren und darunter ja auch das eine Ei, das über die Zucht gekommen ist, war. Kitsun? Ach shit, war das das Ei, das wir ausgebrütet haben? Holy, ich hab gar nicht mehr dran gedacht. Wir machen da gleich das rein. Kitsun müssen wir uns gleich anschauen. Im letzten Ei war mit Rip Bunny ein Pal, das ich bereits gefangen hatte. Kitsun oder wahrscheinlich eher Kitsun. Ich glaube, ich werde langsam ein Opa. Sah auf jeden Fall ziemlich stark aus. Ich meine, der hat auch die Passivfähigkeiten vererbt bekommen. Oh, nice. Oh, das ist riesig. Krasses Teil, was da rausgekommen ist. Junge. Und nachdem ich mich um ein paar Sachen im Lager gekümmert hatte, waren auch die nächsten Eier fertig. Heng Heng, den hatten wir schon. Und hier müsste jetzt eigentlich was drin sein, was uns richtig viel bringen wird. Dick Toys. Mit Dick Toys hatte ich was ganz Besonderes vor. Dazu musste ich allerdings als erstes Rüstung und Schild verbessern. Oh ja, sieht schon mal besser aus. Unser nächstes Ziel lag in deutlich härteren Gebiet. Dafür baute ich zunächst den Toko-Toko-Handschuh. Mit dem konnte ich einen Papageienpal in die Hand nehmen und explodierende Eier verschießen. Und das musste ich auf jeden Fall ausprobieren. Auf dem Weg zum Zielort kam ich an einem weiteren Weltboss vorbei. Ein perfekter Test für unseren Toko-Toko. Also, den habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Aber ich hoffe, dass der mit dieser Eierbombe geht. Los geht's. Naja. Okay, vielleicht lieber einen anderen. Der Toko Toko wird's wohl eher nicht in mein Main-Pal-Team schaffen. Aber Kitsun hat ordentlich ausgeteilt. Ich setzte auch meine anderen Pals ein, um zu sehen, wie viel Schaden sie bei diesem dicken King Packer machen. Und war insgesamt ganz zufrieden. Nur mein Bogen musste ich möglichst schnell austauschen. Das letzte Leben quetschte ich deshalb auf den Rücken von Nightwing aus King Packer raus. Und nach wirklich vielen Versuchen konnte ich ihn endlich fangen. 5 Leben noch. Komm. Yes. King Packer. Holy shit. War nicht so easy. In den stärkeren Gebieten gab es dann auch wieder viele neue Pals. So kam ich an mein erstes Mosander. Und konnte mir kurze Zeit später auch Gorirat in mein Team holen. Und die beiden eigneten sich ganz gut als Arbeiter für unsere Basis. Yes. Leveln, züchten, brüten, das alles funktionierte ganz gut. Ich hatte nur ein großes Problem. Um wirklich stark zu werden, brauchte ich Eisen. Und davon jede Menge. Ich brauchte es quasi für alle neuen Bauobjekte oder Tools, die ich herstellen konnte. Und genau deswegen war es Zeit für eine zweite Basis. Die konnte ich mittlerweile durch das Hochleveln meiner ersten Palbox bauen. Ich hatte von einem Spot auf einem Gipfel mit vielen Eisen und sogar Kohlevorkommen gehört. Und genau hier war ich jetzt angekommen. Ich beseitigte die Anhänger der Liga der Palfreunde, sammelte etwas Holz und Steine, baute ein Fundament und baute darauf meine zweite Palbox. Und genau hier setzte ich Dick Toys ein. Er war nämlich ein Pal, das extrem gut Erz farmen konnte. Und das brauchten wir für die Metallgewinnung. Das war aber nur der erste Schritt. In der nächsten Nacht konnte ich 2 weitere coole Pals fangen. Darunter Robin Quill, der extrem gut für Lagerarbeiten ist, und Hellfire, bei dem wir später noch sehen werden, warum er nützlich ist. Komm, komm. Jawohl. Hellfire haben wir auch. Das war aber erstmal nur der erste Schritt für die Eisenproduktion. Ich fand raus, dass es möglich war, eines der besten Pals sowohl für Lagerarbeiten als auch für den Kampf zu züchten.
Aber dafür fehlte mir noch ein ganz bestimmtes Pal. Azurobe müssten wir auf jeden Fall besiegen und hoffentlich auch fangen können, denn wenn wir die gemeinsam mit dem Vanworm züchten, müsste da ein Pal rauskommen, was somit das stärkste sein soll. Deswegen nächster Schritt, Azurobe fangen und dann weiter züchten. Ich machte mich also auf den Weg und stellte mich Azurobe. Blue Moon, los geht's. Im Verhältnis zu King Paka war die schnell erledigt. Jetzt hole ich mal lieber rein. Komm. Jawohl. Im Lager angekommen, baute ich zwei bessere Betten, wertete die Palbox ein weiteres Mal auf und platzierte Vanworm und Azurobe in der Zuchtstation. Auf meinen Ausflügen hatte ich einige neue Eier gefunden und bei ihrem Inhalt hatte ich jetzt ziemlich Glück, denn aus einem schlüpfte Bigard. Nice. Die kann in unserer Farm Honig sammeln. Und somit konnte ich alle Zutaten für den Kuchen selbst herstellen. Aus den beiden anderen Eiern bekam ich Arsox und Ruby. Oh, fast fertig. Zerfruchtetes Riesenei, nehmen wir mit. Wir packen das Besondere wieder in die Mitte. Selten, hatte ich noch nie, also das muss wirklich krass werden jetzt. 1:19. Ach du Scheiße. Nachdem ich jetzt erstmal warten musste, stellte ich mir einen Sattel für Vanworm her. Nightwing war gerade zu Beginn ziemlich praktisch, aber auch eher langsam. Und auf einem Drachenfliegen sah auch einfach cooler aus. Ja, ist schon deutlich schneller. Und schnell war jetzt wichtig, denn das nächste Ziel lag wieder ein ordentlich Stückchen weg. Dadurch, dass ich Dicktoys über das Ei gefunden hatte, wurde mir jetzt angezeigt, wo es sich auf der Map befand. Die Tage schritten unaufhaltsam voran und wenn ich wirklich der Beste werden wollte, brauchte ich mehr von diesen Riesendingern für die Eisenproduktion. Auf dem Weg sah ich in der Ferne den nächsten Turm, mit dem höchstwahrscheinlich der nächste Boss auf mich wartete. Aber ganz so weit war ich noch nicht. Ich durchkämmte außerdem Gebiete, die deutlich über meinem Level waren. Raindrix, Level 36, ich glaube lieber nicht. Aber vielleicht schlüpft das hier aus den Eiern. Und nachdem ich die komplette Nacht durchgeflogen war, kam ich endlich beim Ziel an. Oh shit, hier ist ein bisschen zu heiß. Ich hatte nicht wirklich passende Ausrüstung dabei und verlor in der Hitze langsam Leben. Zum Glück erreichte ich rechtzeitig das nächste Biom. Hitze ist weg. Holy. Und suchte anschließend den nächsten Schnellreisepunkt. Auch hier gab es wieder einige Pals, die ich noch nicht kannte. Swee. Hey Swee. Das ist ein großes. Nee, das ist ein Swee-Paar. Sweeper auch mit dabei. Ich fand den Schnellreisepunkt und kehrte zurück zur Wüste. Dort fing ich einen Hengyu und fand auch ziemlich schnell einen Dicktoys. Da ist ein Dicktoys. Oh, wie stark das ist. Oh ja, hält einiges aus. Shit. Nachdem vor allem mein Lumon extrem viel Schaden austeilte, konnte ich Dicktoys aber bald darauf einfangen. Jawohl, zweite Dicktoys haben wir. Und nachdem ich wirklich viel Eisen wollte, fing ich mir gleich noch ein drittes. Yes, Nummer 3. Ich wollte gerade zurück zur Farmbase, als ich mal wieder was fand. Oh, da ist ein Dungeon. Der war vom Level etwas höher gewertet und ich war gespannt, welcher Boss sich darin verbirgt. Nachdem ich mittlerweile wusste, dass man in den Dungeon nicht so viel holen kann und die Zeit zum Allerbesten zu werden immer knapper wurde, marschierte ich straight zum letzten Raum. Alter, was ist das denn? Univolt. Was ist gut gegen Strom? Vielleicht die noch so. Let's go. Auch wenn ich die Schwächen der einzelnen Typen noch lernen musste, war es mit Dinossum kein Problem, Univolt zu legen. Mein Grasdrache teilte ordentlich Schaden aus und nahm wenig. Und nach kurzer Zeit konnte ich Univolt fangen. Wir probieren es mit dem Gelben. Ist drin. Nice. Zurück in meiner Eisenbasis setzte ich die neuen Dicktoyse ein und die Erzproduktion konnte beginnen. In der Zwischenzeit war außerdem genug Zeit vergangen, um die Eier brüten zu lassen. Während in den ersten beiden mit Tombat und Hengyu zwei uns schon bekannte Pals waren, war es jetzt Zeit, unsere Geheimwaffe auszubrüten. Und wie schon erwähnt, können bei der Zucht zufällig neue Passivfähigkeiten entstehen. Anubis, da ist er. Fragil? Das soll eines der stärksten Pals sein und das ist fragil? Verteidigung minus 20%. Nochmal minus 10%. Das ist also eine absolute Glaskanone. Mit der Zucht hatten wir also nicht so viel Glück, aber wir wussten jetzt, wie diese funktioniert. Und, wie schon gesagt, war er auch extrem gut für Lagerarbeiten. Handwerk 4, Transport 2, Bergbau 3. Sehr, sehr geil. Ich setzte Anubis also direkt in unsere zweite Base ein. Und das beschleunigte die Erzproduktion extrem. Unsere Pals wurden zwar immer besser, aber auch ich musste schauen, dass ich bei den immer stärker werdenden Gegnern an mir selbst ein paar Upgrades durchführe. Holy shit, wie schnell macht er denn die Sachen fertig? Um die Versorgung mit neuen Waffen und Munition und vor allem auch neuen Palsphären zu sichern, sollte eine Fabrik entstehen. Ich baute das Fundament, auf dem ich später zwei Fließbänder platzieren wollte. Während ich auf das Eisen wartete, stellte ich außerdem noch Zement und Nägel her und konnte schon bald die erste Werkbank bauen. Jetzt kann ich sie bauen. Oh, ist ganz schön groß.
Das mit dem Platz ist immer so ein bisschen ein Problem. Ich glaube, ich packe die deswegen jetzt lieber mal hier so hin. Ich hoffe, das reicht. Dann können wir hier noch die zweite hinstellen. Mit Holzkohle und Schwefel kann ich jetzt Schießpulver craften. Und damit müsste dann, genau, mit Metall und Schießpulver die Pistolenmunition hergestellt werden. Um die Anlage betreiben zu können, fehlte noch Strom. Ich baute neben unsere Fabrikhalle zwei kleine Slots für einen Ofen und einen Generator. So, Generator ist fertig. Da packen wir jetzt mal noch unser Univolt rein. Ui, das ist echt groß. Okay, nice. Das lädt den jetzt auf. So, und jetzt müsste eigentlich alles passen. Und wir können hier Fließbandarbeit machen. Schwefel, Holzkohle haben wir beides. Okay. Ach, Anubis. Junge, und wie schnell. Stark. Was, 29 mal 5? 145, wenn ich nicht ganz blöd bin? Let's go. Mir war zu Beginn nicht bewusst, wie gut Anubis wirklich ist. Aber selbst im Vergleich zu Dicktoys war eine absolute Maschine. Und vor allem auch leiser. Ich hatte in der Zwischenzeit also neue Eier zum Brüten gebracht. Ron Cherry? Die ist auch neu. So fanden zwei weitere Anubis. Zwei weitere Pals mit dem Namen Anubis den Weg in unser Lager. Und die Sache kam langsam ins Rollen. Oh ja, so muss es sein. Am nächsten Morgen baute ich einige Werkbänke in der neuen Basis, um kleinere Arbeiten auch da erledigen zu können. Außerdem baute ich das Gebäude aus, dass es mehr nach einer Fabrik aussah. Oh, die ist natürlich schon lang fertig. 145 Schuss. In der Zwischenzeit hatte ich genug Eisen hergestellt, um auch das Palsphären-Fließband zu bauen. Allerdings waren die beiden Teile ziemlich groß, sodass ich etwas umplanen musste. Ich baute an jeder Seite der Halle jetzt ein Fließband und in der Mitte meine Werkbänke. Und die ist jetzt auch fertig. Das heißt, ich kann hier schön meine Palsphären herstellen und hier drüben Munition und die nötigen Ressourcen für die Sphären. Geil! Also der Produktion steht nichts mehr im Wege. Ich glaube, das war jetzt echt ein Meilenstein. Während ich darauf wartete, bis meine Pals weitere Ressourcen gesammelt hatten, baute ich mir den Kitzern-Sattel. Nice. Und schon kurze Zeit später hatte ich genug für weitere 40 Megasphären. Holy shit. Fertig. Alter Schwede. Ein weiterer Schritt, um zum Allerbesten zu werden, war getan. Doch neben den Lagerarbeiten musste ich auch so langsam ein starkes PAL-Team zusammenstellen. Ich hatte gehört, dass es auf den Palapagos-Inseln auch Naturschutzgebiete gibt. Und da sollen besonders seltene und gute PALs sein. Und genau das erste Naturschutzgebiet war mein nächstes Ziel. Es lag nicht weit südwestlich des Startgebiets. Ich machte mich auf den Weg und konnte schon bald auf den Rücken Vanwurms die Insel sehen. Willkommen im ersten Naturschutzgebiet. Direkt eine Azurobe. Was ist das? Eine hübsche Blume. Pancakes sehe ich hier. Ich durchkämmte die weitere Insel und fand einige nützliche Items. Nur besondere Pals hatte ich bisher noch nicht gesehen. Aber das sollte sich gleich ändern. Oh, ein Grisbold. Wir nehmen erstmal hier die Truhe mit. Das ist der Boss vom ersten Turm. Direkt mit einem einfacheren Ball drinnen. Geil. Wo ich schon mal hier war, wollte ich auch von den Pals, die ich schon gefangen hatte, einige mitnehmen. Ja, Feuer gegen Wasser ist vielleicht nicht so das Beste. Verbrechen wird begangen. Was denn für ein Verbrechen? Ich wusste es da noch nicht, aber die Naturschutzgebiete durfte man nicht betreten. Was bedeutet das hier? Und nachdem ich ein weiteres neues Pal gefangen hatte, merkte ich, was es bedeutet. Ich weiß jetzt, was es bedeutet. Hier sind auf einmal lauter Wachen. Will ich die angreifen? Unbefugtes Eindringen mal eins. So weit draußen wollte ich unter keinen Umständen sterben. Daher flog ich ein letztes Mal über die Insel und fand nochmal was. Gibt es da noch mehr? Ich würde halt schon gern einmal mir das komplette Ding... Alter, ein goldener Hirsch.
Terra? Komm, den nehmen wir noch mit. Jawohl. Ich fing noch einen zweiten und machte mich dann aus dem Staub. Wo ich schon mal unterwegs war und dann habe ich gleich eine große Erkundungstour. Oh, Level 23, denke, die können wir schnell mitnehmen. Ich kämpfte zunächst gegen den Weltboss Broncherry, der mir beim Versuch, ihn zu fangen, leider verstarb. Wieder verstorben. Und fand nachts in einer Höhle Broncherry Aqua. Level 30. Naja, versuchen wir's mal. Ich hatte in der Zwischenzeit meinen Bogen gegen die Armbrust ausgetauscht. 5 Schaden. Okay. Der Kampf dauerte eine ganze Weile, aber gemeinsam mit meinen Pals machte ich auch diesen Boss ordentlich Schaden. Ich wollte nicht auch den verkacken, nur die Fangchance war irgendwie... Wie viel Prozent? Etwas niedrig. Ach du Scheiße, ich hab 4 von den gelben. 3%. Ich glaube, die muss ich killen. Nachdem ich alle Gigasphären verbraucht hatte, nutzte ich meine Megasphären und hatte wenig Hoffnung. Komm. Verdammt. 26. Komm, komm, yes! Holy! Ich zog weiter, um mögliche neue Parts für mein Team zu finden. Was ist das denn? Pinguin? Bleib mal da. Neben dem Pinguinartigen fand ich auch ein Shiny Relaxaurus, das sich nach einigen Versuchen zum Glück dazu entschied, in der Sphäre zu bleiben. Jawohl! Und kurze Zeit später gab's direkt das nächste. Ah, Sock Shiny. Das sah nicht nur cool aus, sondern wirkte auch extrem stark. Holy shit! Und nach einem ziemlich heftigen Fight, oh mein Gott, konnte ich auch dieses Shiny einfangen. Puh. Außergewöhnlich und wild, ich glaube, der war stark. Ich kam außerdem an einem Weltboss namens Beacon vorbei. Der Kampf war gar nicht so ohne und forderte sowohl mich als auch meine Pals. Ich schaffte es zwar nicht, ihn einzufangen, aber er droppte das erste legendäre Item. Bei dem handelte es sich um einen Bauplan für eine legendäre Pistole. Die war zwar nicht ganz billig, aber ich war mir sicher, dass sie mir bei meinem Weg zur Legende zu werden half. Ich fand eher zufällig einen Außenposten mit einem Händler und von dem konnte ich Palöl kaufen. Und schon bald hatte ich alle Ressourcen zusammen, um meine legendäre Pistole herzustellen. So, und jetzt müsste ich eigentlich alles haben. Ich hoffe, das lohnt sich. Oh boy. Selbst Anubis brauchte für das Herstellen der legendären Pistole eine ganze Weile. Und ich nutzte die Zeit wieder, um einen Ausflug in ein Gebiet zu machen, in dem ich bisher noch nicht war. Und mit den Gegnern hier wollte ich mich noch nicht anlegen. Pyrinokt. Level 37. Aber ich begab mich auf Eiersuche, denn selbst wenn ich sie noch nicht fangen konnte, konnte ich sie vielleicht brüten. So wanderten einige heiße Eier in mein Inventar und darunter auch ein heißes, seltenes Riesenei. Ich ging zurück zur Basis und war extrem gespannt, was da rausschlüpft. Denn es war Zeit, unser Pal-Team zu formen. Nachdem es wirklich viele Eier waren, hatte ich die Brutstation etwas ausgebaut. Und ich langweile euch jetzt hier nicht mit jedem einzelnen Ei, sondern zeige euch nur die, die neue Pals gebracht haben. Aus den einfachen heißen Eiern kam lediglich Kelpsi als neues Pal mit zu uns. Während ich auf das Ausbrüten der ungewöhnlichen und seltenen wartete, platzierte ich meinen Shiny Relaxaurus und meinen Broncherry in der Zuchtstation. Aus dieser Kombi sollte man ebenfalls Anubis züchten können. Und ich hoffte, dass er diesmal die starken Passiveigenschaften seiner Eltern mitvererbt bekam. Durch das ganze Eierausbrüten war ich relativ schnell auf Level 34 gekommen und konnte jetzt sowohl den Hazelfire Sattel als auch den verbesserten Hochofen bauen. Mittlerweile waren die etwas besseren Eier ausgebrütet. Daraus kamen ein sehr merkwürdig aussehendes Pal mit einem unaussprechlichen Namen und Wohlmeck. Und auch meine beiden Zuchtpals hatten abgeliefert. Ich hatte nur vergessen, den Kuchen aus dem Slot zu nehmen. Ach du Scheiße. Immerhin sollten wir jetzt 6 weitere Anubis bekommen und einer von denen musste gute Eigenschaften haben. Und nachdem ich mich um ein paar weitere Lagerarbeiten gekümmert hatte, war es einige Zeit später soweit und alle meine guten Eier waren ausgebrütet. Im Ergebnis gab es einige Anubis mit eher weniger guten Eigenschaften, aber auch einen mit passenden. Außerdem bekam ich aus einem knisternden Jumbo-Ei ein Pal. Beacon, das ist der Boss, den ich nicht fangen konnte. Der im Kampf verstarb. Das Drachenriesenei gab leider nur Relaxaurus. Dafür gab das heiße Riesenei doch noch ein cooles neues Pal. Täusch mich nicht. Blaze, Howl, Noct? Junge, jetzt ist Zeit, das Team zu formen. Ich verglich meine Pals und deren Stats, investierte einen weiteren Tag, um sie hochzuleveln, konnte meine legendäre Pistole abholen und entschied mich am Ende für folgendes Team. Vom Typ Dunkel blieb Hazelfire als Flugpal in meinem Team. Neben seinen dunklen Attacken konnte er auch einen Feuertornado zaubern. Bei der nötigen Feuerkraft entschied ich mich außerdem für meinen Shiny Arsox. Durch die Shiny-Wertung hatte es nicht nur gute Passiveigenschaften, sondern mit der Fertigkeit Schattenlaser auch eine echt gute Attacke. Aus den gleichen Gründen entschied ich mich außerdem für meinen Shiny Relaxaurus. Bei den Elektropals gab's zu Grisbolt nicht wirklich viele Alter... Kannst du vielleicht nicht gerade durchs Bild laufen?
Ich versuche hier gerade so ein YouTube-Video aufzunehmen. Und es ist irgendwie gerade ein mega epischer Moment, weil ich mein finales Team zeigen will. Und ich mein's auch nicht böse, aber du störst da irgendwie... Alter. Ja, lasst euch Zeit. Als neutrales Paar durfte ma... Willst du mich verarschen? Als neutrales Paar durfte Anubis nicht fehlen, der zwar nicht die richtig geilen Passiveigenschaften hatte, aber immerhin bessere. Meine 100 Tage auf den Palapagos-Inseln waren fast vorbei. Und auch wenn weder meine Pals oder ich im Endgame angekommen waren, war mein Team gut. Und so zog ich los, um die weiteren Turmbosse herauszufordern und zur Legende der Palapagos-Inseln zu werden. Okay, nächster Turm. Let's go. Im zweiten Turm wartete mit Lily und Laylin ein Boss vom Typ Gras auf uns. Ich holte Arsox aus seiner Sphäre und der Kampf begann. 68.000. Okay, ich würde sagen, ein Drittel haben wir langsam und wir haben noch 9 Minuten Zeit. Easy. Arsox hatte guten Schaden gemacht, aber war irgendwann am Ende. Aber ich hatte ja mit Hells of Fire ein weiteres Pal mit Feuerattacke, was dem Grasboss ziemlich Schaden machen sollte. Und tatsächlich war Laylin nach wenigen Minuten kurz vor dem Knockout. Dabei machten nicht nur meine Pals ordentlich Schaden, sondern auch meine legendäre Pistole. Und nach nicht mal 5 Minuten und nur 2 eingesetzten Pals... Jawohl. Lily und Laylin sind down. Also ich muss sagen, das war jetzt easy. Ich würde sagen, wir gehen direkt zum nächsten Boss. Der nächste Turmboss lag im Vulkangebiet, in dem ich die Eier gesucht hatte. Turm der Bruderschaft der ewigen Lohe. Und in ihm warteten Axel und Orsek. Den kenne ich noch nicht. Elektro? Haben wir da was? Während Lily und Laylin ziemlich schnell am Boden waren, hatte Axel und Orsek doppelt so viel Leben. Ich war mir nicht ganz sicher, welches Pal gegen ihn gut ist und habe deswegen einfach auch zum Elektropal gegriffen. Holy shit! Der hat mein Orsek mit einem Ding geschreddert. Nachdem sich Chris Bolt nach nicht mal 30 Sekunden ins Jenseits verabschiedete, war jetzt Anubis an der Reihe. Er schlug sich deutlich besser und gemeinsam konnten wir Axel und Orsek langsam Schaden zufügen. Ach du Scheiße! Aber die Attacken hatten es wirklich in sich und ich war bei jedem Treffer kurz vorm One-Shot. Nachdem 2 Minuten vergangen waren, sah der Lebensbalken nicht wirklich motivierend aus, aber ich wollte es versuchen. Anubis kämpfte tapfer und ich schaffte es immer öfter, den Attacken auszuweichen. Holy shit. Man kann's nicht anders sagen, aber Axel und Orsek waren nach 100 Tagen für mich einfach eine Nummer zu groß. Um wirklich zur Legende der Palapagos-Inseln zu werden, brauchte es also mehr. Und auch wenn dieses Ziel in weiter Ferne schien, wollte ich zumindest Axel und Orsek noch in dieser Session zeigen, wer der bessere Pal-Trainer ist. Doch das hieß, ich musste stärker und weißer werden. Während es bei den kleineren Gegnern noch möglich war, mit einem Allround-Team zu kämpfen, musste ich für diesen Kampf mein Team komplett umstellen. Bei Orsek handelt es sich um ein Pal vom Typ Drachen und Elektro. Komm, yes, let's go! Und ich fand raus, dass besonders stark dagegen Eis- und Bodenpals waren.
Während ich mit Anubis bereits ein starkes Bodenpal hatte, brauchte ich vor allem im Bereich Eis Verstärkung. Ich machte mich auf den Weg in den Nordosten der Palapagos-Inseln und fand hier einige der Monster, die ich suchte. Jawohl! Wumpo Level 41. Nur Hellsefire ist dabei draufgegangen. Komm, 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 yes! Durch all die Level-Ups konnte ich mir jetzt auch das Gigaschild herstellen. Genauso wie die neue hochwertige Metallrüstung. Die beiden neuen Teile in Kombination sollten mich jetzt deutlich widerstandsfähiger machen. Nachdem ich mit einem relativ langen Kampf rechnete, stellte ich mir außerdem genügend Munition her. Und so sah mein neu geformtes Team nach 110 Tagen so aus. Auf Platz 1 war Foxicle. Das sollte nicht nur selbst guten Frostschaden machen, sondern erhöhte auch den Schaden von allen Eispals in meinem Team. Auf Platz 2 war Wumpo. Ich hoffte, dass er viel aushält und den Boss eine Weile tanken kann, während ich ihm Schaden zufüge. Cryolinks war das dritte Eispal in unserem Team und das sollte hoffentlich ordentlich Schaden austeilen. Anubis war das einzige Pal, das im Team blieb und wurde unterstützt durch Dumut. Auch wenn Dumut auf den ersten Blick nicht wirklich eindrucksvoll erscheint, erhöht er als Passivfähigkeit den Schaden von Anubis. Außerdem sollte dieser Fisch später noch zum Helden werden. Mein neues Team war geformt, ich hatte bessere und stärkere Items und es war Zeit für Runde 2. Beim ersten Kampf hatte ich keine Chance und ich wusste nicht, ob jetzt mein Equipment reichen wird. Aber ich hatte ein neues und besseres Team und wenn ich wirklich zur Legende werden wollte, musste ich diesen Boss schlagen. Orsek hatte einige Attacken, die richtig wehtaten, wenn sie trafen. Vor dem Kampf hatte ich mir deswegen vorgenommen, nicht nur selbst mehr auf die Attacken aufzupassen, sondern auch meine Pals zu schützen. Ich stellte außerdem fest, dass Axel der Schwachpunkt war und ich immer schauen musste, ihn zu treffen. Oh ja, also ich glaube, dass das Ding deutlich mehr Schaden macht. Die erste halbe Minute verlief deutlich besser als beim ersten Versuch. Aber während ich selber immer wieder den Attacken ausweichen konnte, oh shit, blieb Foxicle manchmal auf der Strecke und nahm ordentlich Schaden. Ich wollte mein erstes Pal nicht direkt verlieren und setzte Wumpo ein. Der machte zwar ordentlich Damage, aber nach 1,5 Minuten war ich mir ziemlich unsicher, ob die Zeit am Ende reichen wird. Wie erhofft hielt Wumpo einiges aus und gemeinsam konnten wir den Boss Stück für Stück nach unten bringen. Die Uhr tickte unaufhörlich weiter und nach 4 verstrichenen Minuten hatte ich nicht ganz die Hälfte an Schaden gemacht. Doch auch ich musste einiges einstecken und auch Wumpo war irgendwann am Ende. Meine Geheimwaffe im Team war auf jeden Fall Anubis und der sollte jetzt sein ganzes Potenzial ausschöpfen. 5,5 Minuten, die Hälfte habe ich fast. Anubis muss jetzt alles raushauen. Oh mein Gott. Alter, 3 Minuten, komm. Oh shit, der tut echt weh. Ich hätte es nie gedacht, aber meine Munition geht langsam aus.
13.000 Leben noch, komm. Dank Anubis war der Sieg zum Greifen nah. 9.000. Doch leider reichte ein kurzer unaufmerksamer Moment, um mein stärkstes Paar zu Fall zu bringen. Und es war Zeit für Dumut. Alter, Dumut macht ihn jetzt rund. Komm schon. Komm schon. Yes. Oh mein Gott. Der Fisch hat ihn platt gemacht. Wir hatten Axel und Orsic bezwungen und damit den dritten Turm befreit. In den letzten 110 Tagen hatte ich viel über die Pals, deren Fähigkeiten und meine eigenen Stärken und Schwächen gelernt. Bis zur Legende von Palapagos Island war es noch ein langer Weg. Aber ich war fest entschlossen, ihn bis zum Ende zu gehen.